Jetzt gehen wir mal zu den Seven Sisters. Das sind die sieben Gebirgssteine, nennt man das wahrscheinlich, an Cliff. Der Küste. Cliffs. In Dover. Ja, oberhalb der Fähre quasi. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob wir überhaupt eine Aussicht haben heute. Denn es ist ziemlich foggy, wie man in England sagt. Also atemberaubend, was man hier zu sehen bekommt. Man sieht es jetzt nicht durch den Nebel, aber da müssen wir hin. Da ist nämlich der Leuchtturm. Und was es hier viel auf dem Weg gibt, ist hier ein bisschen Tierkacke. Weil da oben haben wir Rinder. So, ich werde mal versuchen, sie für euch einzufangen. So, zoomen wir mal ran. Ja, da ist das. Ja, das ist ein Rindvieh. In Schwarz. The Black Cow. So, es geht weiter. Zum Leuchtturm, was wir noch kurz erwähnen wollten, ich drehe mal die Kamera um, ist, dass die Engländer super freundlich sind. Egal, ob es jetzt in London, in einer Riesenstadt wie London ist oder jetzt auch hier auf dem Land. Also ich muss sagen, sehr, sehr freundlich. Ich meine, okay, in allen Ländern, die wir jetzt bis jetzt bereist haben mit Günni, muss ich sagen, waren alle Menschen sehr, sehr freundlich. Aber hier fällt es nochmal extremer auf, weil sie grüßen dich. Also das finde ich ja super. Genau, good morning, good afternoon und so. Finde ich einfach klasse. Also Engländer, wir lieben euch. Okay, alle Europäer lieben wir, alle Menschen, aber hier fällt es halt extrem auf und ich finde es auch richtig. Oh, da geht's runter, ich drehe mal die Kamera jetzt, das wird ein One-Take-Shot, jetzt geht es hier ein bisschen runter, ich hoffe man sieht's. Ich hoffe die Kamera fängt das ein bisschen ein, so ich halte mal höher, ja da runter müssen wir jetzt, da und dann geht es weiter so und darüber. Yes! Und wie ist es bisher, der Weg hierher? Schön. Also ja, foggy halt heute, aber richtig schön, weil es ist leer, wenig Menschen. Und wir gehen mal zum Leuchtturm jetzt. Mal schauen, wie weit wir noch haben. Was uns auch aufgefallen ist, hier auf den Seven Sisters, die Wege hier, die werden jetzt asphaltiert. Ihr seht jetzt, sie werden Ausgrabungsarbeiten, also hier links und rechts. Vorhin hatten sie ganz viel Stein und so aufgeschüttet. Da ist übrigens der Leuchtturm, da sind wir gleich. Wupp, jetzt habe ich aber stramm gezoomt. Also jedenfalls werden hier die Wege, wenn ihr dann kommt, ich denke mal, die Engländer sind ziemlich fix. So in ein, zwei Monaten ist das hier alles schön asphaltiert. Beziehungsweise vielleicht auch nur gerade gestampft, aber ich glaube, es sieht nach einer Asphaltierung aus. Wow, was für ein Blick. Es ist halt neblig heute, man sieht nicht alles, aber es ist schon mega. Und da vorne ist der Hafen übrigens, der Hafen von Dover. Ich scheue keine Gefahren und Mühen, um euch den besten Content zu liefern. Also ich bin hier direkt an der Klippe, also geht schön runter. Ja, also noch weiter traue ich mich aber nicht ran. Bin nicht so höhentauglich. Aber schon mega cool. Ja, echt schön hier. Unsere Fähre ist jetzt ein Stück weiter, hatte ich ja gefilmt, die Ausfahrt. Und hier, da ist sie. DFDS, dazu machen wir auch noch ein Video, wahrscheinlich, um euch zu zeigen. Also wir sind sehr, sehr
zufrieden mit DFDS. Tolle Linie, also tolle Fährlinie. Da ist der Leuchtturm, endlich. 20 Minuten waren mit meinem Sommerschläppchen. Genau, also 40 Minuten, Freunde. Nur mal so, nicht aufs Schild hören. Genau, also ganz wichtig, festes Schuhwerk. Sowas würde ich empfehlen, gibt es von Nike, ACGs. Und nicht wie die Tanja, wie heißen die nochmal, die Crocs, genau. Dank Empfehlung von Pericles übrigens, der mir nicht gesagt hat, dass wir nicht direkt auf eine Plattform fahren, um den schönen Blick nach unten zu genießen, sondern nur mal ein bisschen laufen müssen. Ja, erstens wusste ich das nicht, sondern ich habe nur auf Google Maps geschaut zu meiner Verteidigung. Und zweitens muss ich jetzt hier mal selber um sein Schuhwerk kümmern. Ich hatte ja auch Crocs und die habe ich nicht genommen, sondern ich habe mich genau für die entschieden, weil ich das schon ahnte, nicht wusste. Hier geht es jetzt rein zu unserem Leuchtturm. Oder auch nicht. Wie es scheint, kommen wir hier nicht auf das Gelände vom Leuchtturm, obwohl da auch Parkbänke sind und ihr seht hier da auch Abfalleimer riesengroße. Jetzt gehen wir außen rum. Ja, und schauen mal, ob wir so außen rum drankommen oder weiter links, haben wir gesehen, ist da noch so ein kleiner Mini-Leuchtturm, also eine Riesenleuchte. Ja, müssen wir gucken, ob wir da drauf kommen. Es wird spannend. Wir laufen jetzt hier einen etwas verschlungenen Weg, weil wir sind ja hier immer noch am Leuchtturm und eine englische nette Dame hat uns jetzt empfohlen, wir sollen hier geradeaus, da wird es die beste Aussicht geben. Aber wir sollen careful sein. Genau. Geht ja hier jetzt schon runter. Wir sind jetzt hier den empfohlenen Weg runtergegangen und ja, hier geht es richtig runter, das haben die aber abgezäunt. Also näher dran kommen wir wahrscheinlich nicht. Ja, hier seht ihr es. Ich zoome mal so. Also wir sind jetzt hier richtig an den Klippen, aber näher dürfen wir nicht dran. Hier ist nämlich ein, und ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein elektrischer Zaun. Probier doch mal. Nee, danke. Mach ich. Ja, mach mal. So. Also, da haben wir den Leuchtturm, den kennt ihr jetzt zur Genüge. Und hier kann man doch etwas näher dran, beziehungsweise ganz nah dran, aber ganz, ganz nah dran gehe ich auch nicht. Huiuiui. Ja, hier ist eine coole. Wow! Ja. Yeah, 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 yeah. Wow. Genial. Der Yachthafen von Dover. So, hier oben haben wir noch die anderen Parkplätze. Güni habt ihr ja schon gesehen. Schön groß. Und da vorne ist auch das Café. Ja, hier kann man parken. Da oben, ja, eher was für Pkw. Natürlich kommt man hier noch mit dem Camper, sollte man hier noch den steilen Hang da hoch. Müsste klappen. Also hier auch noch mal Parkplätze. Ja, passt. Und da vorne, wie gesagt, das Café. Das zeige ich euch jetzt noch mal. Es gibt nichts, was es nicht gibt, wie zum Beispiel hier Edith's Bookshop. Da könnte man sich Bücher nehmen bzw. tauschen. Also auch nicht schlecht. Und da vorne ist das Café. Da unten ist der Hafen von Dover. Und ja, mega cool. Also sehr, sehr schönes Café. Hier sieht man nochmal den National Trust Gateway, wo es lang geht. Ein paar Schwalben. Da gibt es auch Vogelhäuschen und hier drin ist das Café. Man sieht nicht so gut, weil es spiegelt. Hier ist auch ein Shop, Souvenirshop. Kann man alles kaufen. Er macht von 10 Uhr bis 17 Uhr ist er auf. Und da unten, wie gesagt,
ist der Hafen. Hier ist auch der Privatparkplatz vom Güni. Wie ihr sehen könnt, super sicher. Haben wir ihn schöner eingeparkt. Man hat uns links gebeten, hochzufahren. Geht etwas steil hoch, packt hier aber locker. Also nicht nur mit 3,5 Tonnen, aber ja, Länge würde ich sagen bis 9 Meter kriegt man da hinten einen Camper hin, sogar einen Bus. Also man hat hier ausreichend Platz. Da sogar Platz für Fahrräder, weil Fahrräder sind nicht gestattet, also die sind nicht genehmigt und ja, ist nicht erlaubt. So, unser Schlussfazit zu Seven Sisters. Absolut sehenswert, empfehlenswert. Wenn ihr hier seid, müsst ihr Pflicht herkommen. Bringt ein bisschen Zeit mit, weil 20 Minuten bis zum Leuchtturm stimmt nicht. Das sind mindestens das Dreifache. Also 40 Minuten, ja, schnellen Schrittes packt man, aber nicht in 20 Minuten. Ansonsten absolut empfehlenswert. Ja, entweder wenn ihr von der Fähre kommt, bevor ihr nach London fahrt, oder wenn ihr wieder zurückfahrt, ein bisschen mehr Zeit einplanen. Auch bitte bedenken, die Wege gehen hoch und runter. Genau. Also keine geraden Wege, wir sind auf dem Berg. Ne? Und festes Schuhwerk, ganz wichtig. Genau. Richtig. Hab viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Ciao.